Heute geht es um die Trigeminusneuralgie. Die Trigeminusneuralgie, das ist eine Nervenerkrankung von Hirnnerven, die im Gesichtsbereich sehr, sehr starke Schmerzen machen können. Die Trigeminusneuralgie wird ja als Nervenerkrankung in der Regel von Neurologen behandelt. Ich möchte heute ein bisschen darauf eingehen, warum es eine orthopädische Erkrankung ist und warum hier Orthopäden und Neurologen zusammenarbeiten sollten und warum diese Erkrankung von den Neurologen alleine nicht in dieser Weise behandelt wird, wie es diese Krankheit benötigt und warum auch manchmal Zahnärzte hier noch eine Rolle spielen. Mein Name ist Dr. Christian Behren, ich bin Facharzt für Orthopädie und Wirbelsäulenchirurg und ich biete zahlreiche Therapien in meiner Praxis an, auch sehr viele neue Therapieverfahren und auch eben viele Verfahren aus dem Bereich der Kopfschmerz- und Migränebehandlung. Insofern bin ich hier kompetent, um über dieses Thema zu sprechen. Und es finden ja immer wieder auch viele Patienten mit Kopfschmerzen, mit Migräne und mit der Trigeminusneuralgie zu mir. Aber es ist für viele Patienten eben nicht der erste Gang, dass sie zu einem Orthopäden gehen, denn sie glauben, dass der Neurologe das behandelt. Und warum du auch zu einem Orthopäden gehen solltest mit diesem Thema, das erkläre ich dir nach dem Intro. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere bitte meinen Kanal, aktiviere die Glocke, dann kriegst du immer alle Videos sofort. Die Trigeminusneuralgie, das ist eine sehr, sehr, sehr schmerzhafte Erkrankung im Bereich des Gesichtes, üblicherweise einseitig. Und üblicherweise geht man zum Neurologen und der Neurologe untersucht das, stellt diese Diagnose, also sagt, man hat das. Und dann werden in der Regel Schmerzmittel verschrieben oder es werden Nervenmedikamente verschrieben. Da gibt es auch wieder zwei verschiedene Gruppen an Nervenmedikamenten. Einmal sozusagen nervenstabilisierende Medikamente und einmal nervendistanzierende Medikamente. Ich möchte aber heute auf die Medikamente nicht eingehen, weil das ja üblicherweise die Neurologen schon machen, sondern ich möchte auf die Dinge eingehen, die der Neurologe dir nicht erzählt. Insgesamt wird es in dem Video um drei Aspekte gehen. Aspekt 1 ist die Herkunft dieser Erkrankung. Also warum kriegt man überhaupt eine Trigeminusneuralgie? Das zweite ist, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es noch aus dem Bereich der Orthopädie? Und das dritte ist, was gibt es noch für zusätzliche Behandlungsmöglichkeiten? Das kommt dann am Schluss. Wie viele Nervenerkrankungen handelt es sich bei der Trigeminusneuralgie üblicherweise nicht um eine Nervenerkrankung. Das ist ja ein großer Irrtum, dem viele unterliegen, auch Ärzte, dass es sich um eine Erkrankung eines Nerven handelt. Ein ganz typisches Beispiel ist ja auch die Erkrankung in der Hand, nämlich das Karpaltunnelsyndrom. Das kennen ja sehr viele. Das ist eine Erkrankung von Sehnen in der Hand. Nämlich 9 Sehnen laufen hier durch einen Kanal und eben auch einen Nerv. Und diese Sehnen, die verdicken sich so im Laufe des Lebens und quetschen dann die weicheste Struktur in diesem Kanal ab. Und das ist eben der Nerv. Der Nerv schmerzt und an den Nerv kann man auch messen, sehen, okay, der Nerv hat eine Unterbrechung seiner Leitung oder die Leitung ist nicht mehr so gut. Und dann sieht man, okay, der Nerv hat eine Schädigung. Das macht auch der Neurologe. Dann geht man wieder zum Handchirurgen oder zum Orthopäden oder Chirurgen. Der schneidet das Band dort auf, was über diesem Kanal liegt. Dann hat der Nerv wieder Platz und diese Sehnen drücken nicht mehr so auf den Nerv. Und damit ist diese Erkrankung geheilt. Es ist aber eigentlich keine Erkrankung des Nerven selber, sondern es ist eine Druckerkrankung auf den Nerv. Und nichts anderes ist auch die Trigeminusneuralgie. Der Trigeminus, das ist ein Nerv, der 3 Äste hat. Ganz grob kann man sagen, ein Ast ist überhalb des Auges, einer unterm Auge und einer hier ganz unten im Bereich des Gesichtes. Diese Neuralgie ist also nichts anderes als eine Druckerkrankung auf diese Nerven. Wo kann denn jetzt so ein Druck auf Nerven herkommen? Das ist eigentlich immer das Gleiche. Das, was drücken kann, sind üblicherweise Muskeln. Muskulatur selber kann ja 3 Probleme haben, wovon 2 wiederum solche Probleme machen können. Ein Muskel kann zu schwach werden, da reden wir heute nicht drüber, weil ein zu schwacher Muskel drückt nicht auf den Nerv, aber ein Muskel kann
zu stark sein, er kann also zu kräftig oder zu kurz sein, ich würde das mal als eins zusammenfassen, oder er kann zu dick sein, was meistens auch mit dem ersten einhergeht. Das heißt, ein Muskel, der nicht mehr seine ursprüngliche Länge hat, der vielleicht sich aus irgendeinem Grund verkrampft, der neigt auch dazu, dass er deutlich dicker ist, als es von der Natur vorgesehen ist. Hier im Gesichtsbereich vorne, da laufen vor allem Kaumuskeln, also Muskeln, die den Kiefer bewegen. Schon der ganze Muskel an der Seite, der Temporalismuskel, der Masseter, also hier sind sehr kräftige Muskeln teilweise im Gesichtsbereich, die dafür da sind, den Kiefer zu bewegen. Das heißt, da sind wir schon bei einem Thema, weshalb ich ja auch vorhin die Zahnärzte schon angesprochen habe. Das heißt, in dem Bereich, wo eine Trigeminusneuralgie vorliegt, kann es sein, dass verspannte Kiefermuskulatur dafür verantwortlich ist, dass diese Muskulatur auf den Trigeminus drückt und dann eine Neuralgie auslöst. Eine Neuralgie ist ja, wie das Wort sagt, eine Schmerzerkrankung des Nerven, die in diesem Fall durch Druck entstanden ist. Also wenn du zum Beispiel weißt, dass du in der Nacht sehr stark arbeitest mit deinem Kiefer, wenn du Zähne knirschst in der Nacht, dann ist das eine der Möglichkeiten, dass das die Ursache sein kann, dass deine Kiefermuskulatur und Gesichtsmuskulatur verspannt ist und das wiederum auf den Nerv drückt und in leichten Fällen einfach ein Zucken vielleicht auslösen kann und in schweren Fällen eine Trigeminusneuralgie auslösen kann. Wir haben also als erstes schon mal herausgefunden, es kann etwas mit dem Kiefer zu tun haben. Wenn es der Kiefer ist, da kann man ja direkt nochmal bei bleiben, dann gibt es ja meistens so eine Aufbissschiene vom Zahnarzt. Da gibt es aber große Unterschiede. Ich würde das unterscheiden in drei Schienenkategorien. Die erste Schiene, das ist einfach ein Stück Plastik, was einfach dafür da ist, dass die Zähne sich nicht abschmirgeln. Das hilft meistens dieser Kiefermuskulatur überhaupt nicht, aber die Zähne gehen nicht mehr so kaputt, sondern man reibt auf einem Stück Plastik rum, muss alle paar Jahre das Plastik ersetzen und der Zahnarzt ist zufrieden, weil die Zähne sind in Ordnung. Keine Hilfe für die Trigeminusneuralgie. Dann gibt es sogenannte weiche Schienen. Die weichen Schienen sind auch ein Stück Plastik, was zwischen den Zähnen liegt. Und diese weichen Schienen, die können so sein, dass sich der Kiefer da so ein bisschen reinarbeitet und irgendwo eine Position findet dann vielleicht, mit der er ganz zufrieden ist. Und das kann tatsächlich Auswirkungen auf eine Trigeminusneuralgie haben, wenn der Kiefer zufriedener ist, die Muskulatur nicht mehr so wahnsinnig verkrampfen muss, nicht mehr so auf den Nerv drückt, dann kann es sein, dass es dir damit besser geht. Die dritte Kategorie, das sind korrigierende Schienen, die das Knirschen ganz abstellen können. Es gibt hier verschiedene Schienensysteme, die auch korrigierend sind. Insgesamt gibt es vier Probleme, die eine Schiene lösen sollte. Es gibt aber nur eine einzige Schiene, die drei von vier Problemen löst. Und es gibt zwei Schienensysteme, die zwei von vier Problemen lösen. Umso hochwertiger die Schiene ist, die du hast, umso eher kann sie vielleicht auch dein Problem korrigieren. Es gibt sogar eine Schiene, die muss man nur für 10 Wochen tragen. Und wenn man diese Schiene 10 Wochen getragen hat, dann hat man eine Matrize und ist beschwerdefrei und kann dann die Zähne so anpassen, dass man gar keine Schiene mehr braucht. Also auch sowas gibt es. Da gehe ich aber in diesem Video heute nicht drauf ein, denn ich wollte heute nur das Thema der Trigeminusneuralgie behandeln. Wenn es nicht der Kiefer ist, dann sind es aber möglicherweise trotzdem verspannte Muskeln, warum auch immer. Und dann gibt es die Möglichkeit, mit zwei weiteren Maßnahmen zu helfen, diese verspannten Muskeln wieder in Ordnung zu bringen. Warum habe ich das Kieferthema zuerst gebracht? Das hat was damit zu tun, dass das Arbeiten in der Nacht von uns unwillkürlich gemacht wird. Das heißt, wenn wir nachts sehr stark pressen mit unserer Kiefermuskulatur oder sehr stark arbeiten müssen, dann kann der Druck in der Nacht, ohne dass wir irgendwie was dazu beitragen, jeweils so hoch sein, dass es zu einer Kompression des Trigeminus kommt und dass deshalb diese Schmerzen im Bereich des Trigeminus auftreten. Und da ist es dann eben sehr schwierig, mit Eigenübungen irgendwas zu machen. Deshalb sollte man immer einen Zahnarzt, der sich mit diesem Thema kraniomandibuläre Dysfunktion oder CMD auskennt, zu Rate ziehen. Insbesondere dann, wenn irgendein Zahn fehlt,
Das Problem ist gar nicht so sehr die Zahnlücke, sondern das Problem ist, dass durch das Fehlen des Zahns der Kiefer nicht mehr aufeinander passt. Zum Beispiel, wenn der hintere Zahn fehlt, dann fehlt hinten eine Abstützung. Oder wenn der vorletzte Zahn fehlt, dann verkippt oft der hintere Zahn und der ist dann meistens sogar höher als die anderen Zähne. Dann bleibt der Kiefer hinten an dieser Stelle hängen und der Biss stimmt einfach nicht mehr. Und das kann eben dazu führen, dass man in der Nacht sehr stark arbeitet. Wenn jetzt der Kiefer nicht so das Problem ist, dann gibt es natürlich die Möglichkeit, die Muskulatur mit speziellen Therapieverfahren zu entspannen. Was du machen kannst, natürlich als erstes mal Dehnungsübungen versuchen. Man kann auch versuchen, die Muskulatur von einem Physiotherapeuten oder einem Masseur behandeln zu lassen. Vielleicht wird sie mit diesen Maßnahmen etwas besser. Insgesamt würde ich eine Verbesserung der Muskulatur von maximal 12% erwarten. Denn mehr als 12% ist mit Wärme, Massage und Physiotherapie in der Regel an Verspannungen nicht zu lösen. Es gibt aber Therapieverfahren aus dem Bereich der Elastopathie, darunter fallen ja verschiedene Therapieverfahren, mit denen ist es möglich, auch die muskuläre Spannungssteuerung herabzusetzen und damit lässt sich ein Muskel in der Regel auf nahezu 100% seiner Elastizität bringen. Muss dann aber nachher mit regelmäßigen Dehnungsübungen auf dieser Länge gehalten werden. Insofern wäre das eine Möglichkeit, wenn es jetzt ohne Kieferprobleme nur rein die Verspannung der Muskulatur ist, dann würde ich auf jeden Fall ein Therapieverfahren aus dem Bereich der Elastopathie versuchen, denn diese Verfahren können die Muskulatur wieder elastisch machen. Es kann sein, dass danach der Druck auf den Nerv deutlich geringer ist. Nachteil dieser Methode ist, man muss den Therapeuten selber bezahlen, sowas gibt es nicht auf Krankenkasse und man muss natürlich täglich Dehnungsübungen machen, mit denen man das hält. Eine weitere Methode, die ich noch vorstellen möchte, ist eine Methode, mit der man den Nerven selber behandelt, mit dem man ihn unempfindlich macht für diesen Druck, der von außen kommt. Und hier scheint sich in den letzten Jahren eine Methode herauszukristallisieren, die das kann. Ich selber habe auch sehr viele Erfahrungen damit. Diese Methode nennt sich Axomera. Axomera beruht auf einem elektrischen Feld, welches 2006 in der bedeutendsten Wissenschaftszeitung der Welt publiziert wurde, nämlich in Nature. Und ein deutscher Orthopäde hat diese Therapie so weiterentwickelt, dass wir sie heute schon im normalen klinischen Alltag anwenden. Dabei werden kleine Nadeln entlang dieses Trigeminusnerven gesetzt und in der Tiefe wird ein elektrisches Feld angelegt und es kommt dort dann zu einer Stabilisierung dieser Nerven, dass der Nerv diesen Druck nicht mehr so verarbeitet, dass es einen Schmerz gibt, sondern dass dieser Nerv das abfedern kann. Wie der genaue Mechanismus funktioniert, das wissen wir noch nicht. Da sind natürlich jetzt auch die Forscher, die damals das publiziert haben, wieder dran und suchen, warum das so gut funktioniert. Aber auf jeden Fall wäre es eine Möglichkeit, bei einer Trigeminusneuralgie das auszuprobieren. Warum finde ich das gut, etwas an dem Nerven selber zu machen? Das ist ja ganz klar. Wenn du eine Tablette nimmst, dann geht die Tablette überall hin. Das heißt, die Tablette, die du in den Mund steckst, die weiß ja nicht, dass sie dahin gehen muss. Die geht ja auch in dein Ohrläppchen, die geht aber auch in dein Zeh. Also das heißt, diese Tablette findet ja nicht einen Weg da zu deinem Schmerz, sondern diese Tablette, die geht ja an alle Nerven. Wenn es eine Tablette ist, die wirklich an den Nerven selber geht, kann auch in dein Gehirn gehen, aber sie arbeitet nicht hier an dieser Stelle. Und mit einer Methode, wo du direkt den Nerven beeinflussen kannst, dann hast du sozusagen alles andere in Ruhe gelassen, hast keine allgemeinen Nebenwirkungen mehr, sondern hast nur noch die Behandlung von diesem Nerv selber. Ich habe mit dieser Methode sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und würde jedem auf jeden Fall raten, wenn eine Trigeminusneuralgie wirklich ein Problem ist, eine solche Methode in Erwägung zu ziehen. Ob das dann funktioniert, das kann man natürlich nie sagen und dafür ist natürlich auch immer erforderlich, eine gründliche Untersuchung machen zu lassen. Aber es ist auf jeden Fall etwas, was du in deine Überlegungen mit einbeziehen solltest. Ja, wenn du Fragen hast, schreib sie gerne unten in die Kommentare hinein. Ich schaue auch immer wieder über die Kommentare drüber, aber bitte hab Verständnis, dass ich nicht jede Frage beantworten kann. Einfach, ich habe zwei Arztpraxen, ich habe noch eine Firma nebenbei und ich muss ja auch hier noch Videos für den YouTube-Kanal machen.
damit dir geholfen ist, damit du ein bisschen einschätzen kannst, was gibt es noch für Möglichkeiten im Bereich von Erkrankungen, die jetzt nicht jeder so auf dem Schirm hat. Also insofern, bitte verzeih mir, wenn ich nicht jede Frage beantworten kann, aber natürlich gucke ich immer wieder mal drüber und vielleicht ist ja deine Frage auch bei denen dabei, die ich beantworte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Stuff-Doc, Dr. Christian Behrendt. Ja, hallo, ich bin Dr. Christian Behrendt und ich möchte dir heute mein Buch Starker Rücken ohne Anstrengung, schmerzfrei durch Überwindung der Sitzkrankheit ans Herz legen. Ich habe dort hineingeschrieben, wie Rückenschmerzen entstanden sind, warum vieles, vieles falsch läuft in unserer Medizin und Rückenschmerzen nicht so behandelt werden, wie sie eigentlich behandelt werden sollen und was die Strategien sind, um Rückenschmerzen wirklich loszuwerden. Und am Schluss ist auch noch ein Kapitel über den Sturfer drin. Der Sturfer, das ist eine Lösung, um Rückenschmerzen ohne Anstrengung loszuwerden. Und darum geht es eben in diesem schönen Buch Starker Rücken ohne Anstrengung. Es würde mich sehr freuen, wenn du mein Buch kaufst. Ich habe es ja für dich geschrieben, damit du profitieren kannst, damit du verstehst, wie es zu deinen Rückenschmerzen gekommen ist und wie deine Rückenschmerzen wieder vergehen. Es würde mich sehr freuen, wenn du mein Buch kaufst. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Dein Sturfdoc, Dr. Christian Behrendt.